Wenn Rot-Weiß Essen sich noch ein Fünkchen Aufstiegshoffnungen erhalten will, muss dringend mal wieder ein Heimsieg her. Gegen Borussia Dortmunds Zweite, die letzten beiden Spiele an der Hafenstraße, hat die sonst so heimstarke Elf von Christoph Dabrowski ja verloren. Die Gäste aus Dortmund sorgen für eine echte Attraktion. Profidebüt von U17-Weltmeister Paris Brunner im BVB-Sturm. Doch der erste Hingucker des Spiels gehört den Gastgebern. Sechste Minute, Obus Dumbuya, was für ein Kracher. Gerade soeben kriegt Oschinski die Arme hoch, kann aus Dortmunder Sicht einen frühen Rückstand verhindern. Die Borussia spielt ja eigentlich eine starke Rückrunde, hat sich aber zuletzt mit zwei Niederlagen gegen Duisburg und Bielefeld als Aufbauhelfer für krisengeplagte NRW-Clubs erwiesen. Direkte Antwort auf der Gegenseite. Pohlmann ist das. Durchsetzungsstark und der erste Abschluss. Der Spielmacher hat er die letzten beiden Begegnungen verpasst und wurde sehr vermisst auf Dortmunder Seite. Gute Viertelstunde gespielt, schon die fünfte Ecke für die Gastgeber Harenbrock. Klärungsversuch, aber genau vor die Füße von Müsel. Torben Müsel, nächste fette Prüfung für Silas Oschinski, der Marcel Lotka im BVB-Tor ersetzt. Der Stammkeeper heute im Bundesliga-Kader. Spannend aus Sicht von Dortmunds Trainer Jan Zimmermann, wie sich Paris Brunner beim Debüt in Liga 3 schlagen wird. Erster Eindruck, durchsetzungsstark, Kontermöglichkeit. Der Nachwuchsstürmer kann den Ball behaupten, bringt den Pass zu Elongo Yombo. Der allerdings kann daraus nichts Zählbares machen. Wie Paris Brunner diese Situation einleitet, durchaus sehenswert. Der Stürmer, ja die prägende Figur beim WM-Titelgewinn der deutschen U17-Nationalmannschaft Anfang Dezember in Indonesien. Die erste Hälfte munter, abwechslungsreich. Beide Teams wollen erkennbar die Pleiten zuletzt vergessen machen. Harenbrock, nächster Abschluss nach einer halben Stunde. Keine Minute später auf der Gegenseite. Tolle Spieleröffnung durch Aidonis, genau in den Lauf von Brunner. Paris Brunner verstolpert diese klasse Möglichkeit. Toll in Szene gesetzt durch Aidonis. Brunner aber kickt sich gegen das eigene Bein. Weiß natürlich selbst, wie nah er da an seinem ersten Profitor war. Noch eine Minute bis zur Halbzeitpause. Die Gastgeber kombinieren zum wiederholten Mal sehr ansehnlich. Wiegel setzt sich durch gegen Brunner. Raus zu Obus. Und dessen Flanke findet Dumbuya. 1:0 Rot-Weiß Essen. Wie sehr haben Sie diesen Treffer herbeigesehnt nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen? Gefühlvoll der Assist von Marvin Obus. Und dann das vierte Saisontor für Moussa Dumbuya. Der Stürmer aus Guinea trifft zum zweiten Mal in Folge. Moussa Dumbuya, ja lange in dieser Saison nur Ergänzungsspieler. Gerade aber schießt er sich ziemlich in den Mittelpunkt bei Rot-Weiß Essen. Nach dem Seitenwechsel müssen die Gäste zwangsläufig etwas aufmachen. Rot-Weiß genießt die neuen Räume. Allen voran Marvin Obus. Lässt Anning stehen, der nächste rutscht vorbei. Der dritte Dortmunder aber trifft. Klares Foul, Pfanne an Obus. Die Folgen sind zwangsläufig gelbe Karte für Franz Pfanne. Und Elfmeter für Essen. Eine zweifelsfreie Entscheidung von Schiedsrichter Bacher. Es dreht an Moussa Dumbuya gegen Silas Oschinski. Chance zum Doppelpack, Chance genutzt. 2:0 Rot-Weiß Essen in der 58. Minute. Erster Doppelpack für Moussa Dumbuya in Liga 3. Die Gastgeber haben inzwischen richtig Spaß an dieser Begegnung gefunden. Kein Wunder nach den eher frustrierenden Vorwochen. 63. Minute, schon wieder Dumbuya. Moussa Dumbuya hätte da sogar noch seinen dritten Treffer des Tages hinterherlegen können. Die Gäste brauchen lange, um überhaupt mal wieder Torgefahr zu entwickeln. Bis zur 75. Minute dauert's. Rogo, Besson und dann Bamba mit viel Platz. Samuel Bamba. Doch mit vereinten Kräften kriegt die Essener Hintermannschaft das wegverteidigt. Dortmund ist ja Dritter in der Rückrundentabelle.
die Leistung in Essen, will aber nicht wirklich zu dieser Platzierung passen. Nach 78 Minuten ist der Arbeitstag von Moussa Doumbouya vorbei. Für den Mann des Spiels kommt Vonic. Für Doumbouya gibt es ein Extralob von Coach Dabrowski. Und Doumbouya-Ersatz Leonardo Vonic braucht keine 180 Sekunden auf dem Platz, um so richtig im Mittelpunkt zu stehen. Der Heber eigentlich die richtige Idee zum Abschluss dieser ziemlich schick herausgespielten Möglichkeit. Die Gäste haben ihre Hoffnungen darauf, was Zielbares aus Essen mitzunehmen, inzwischen weitgehend aufgegeben. Essen dagegen kombiniert und wie Vonic raus zu Obus. Der beweist Übersicht und Young beweist Abschlussqualitäten. Isaiah Young 3:0, 84. Minute, sein 5. Saisontor. Noch bemerkenswerter die Bilanz des Vorlagengebers Marvin Obus. Die Leihgabe vom 1. FC Köln mit seinem 2. Assist des Tages und seinem 12. der Saison. Liga Topwert. Damit sind die Essener Feierlichkeiten noch immer nicht vorbei. Schlussminute, Torben Müsel für Völke. 4:0 für die Gastgeber. Ein besonderer Treffer, denn es ist der erste in Liga 3 für Sascha Völke. Abschluss eines aus Sicht von Rot-Weiß Essen rundum gelungenen Nachmittages. 4:0 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Wochenlang lief wenig zusammen an der Hafenstraße. Umso mehr genießen die Rot-Weißen den höchsten Sieg der Saison. Und vielleicht geht bei solchen Leistungen ja doch noch was in Richtung Aufstieg.